Jeder, der sich mit YouTube und Fahrradumwegen auskennt, der kennt ihn. Diesen Jungen da, ich schätze ihn einmal so auf so 16 oder 17 Jahre, dass er alt ist. Er hat in seinem Leben nicht nur einen Fahrradwohnwagen gebaut, nicht nur zwei Fahrradwohnwagen gebaut, sondern jetzt hat er sogar einen dritten Fahrradwohnwagen gebaut. Ich hatte Kontakt mit dem Jungen auf meinem Mobiltelefon und er hat gesagt, wenn ich mich benehme, kann ich zu ihm in die Oberpfalz fahren und vielleicht steht dann ein Fahrradwohnwagen, ein schneller, leichter für mich zur Verfügung. Ja, ich habe mir mein Fahrrad fertig gemacht und jetzt möchte ich Richtung Westen düsen zum Jungen. Bitte, mein Freund, wenn du mich und die Fahrradwohnwagenlobby unterstützen möchtest, dann mach bitte das. Die allergrößte Herausforderung als erstes ist einmal, dass ich mit dem Fahrrad raus aus Wien finde. Ich muss immer Richtung Westen fahren. Ich fahre über die Tschechei zum Jungen. Ja, scheiße, Alter. Deswegen ist es so dunkel, weil diese scheiß Tasche da davor beim Licht ist. Deswegen ist es da beim Fahren immer so dunkel. Ja, das macht es jetzt dunkel. Jetzt mache ich mit dem Handy einfach ein bisschen Licht. Boah, Alter, da ist es steil runter. Alter! Scheiße. Ich sehe nichts. Ich sehe fast beim Fahrradfahren nichts. Ich sehe fast nur die Sterne. Die Sterne sehe ich fast nur. Ja, ich habe jetzt einmal ein bisschen was getrunken. Ja, und ich fahre am Gehsteig oder Radweg oder was das ist. Und dass es sicherer ist, habe ich mir jetzt einen Helm aufgesetzt, weil ich ein bisschen was getrunken habe. Ich schiebe jetzt lieber, ja, also alkoholisiert Fahrrad zu fahren, ja, das ist sehr unverantwortungsvoll, wenn man alkoholisiert Fahrrad fährt. Das darf man nicht. Ich habe heute nur voll viel Wasser getrunken und jetzt bin ich etwas nicht wirklich verkehrstüchtig, deswegen schiebe ich, weil ich voll, ja, müde bin. Ist das jetzt alles nur Fake, dass ich zum Junge fahre? Dass ich jetzt, ist das ein habe ich euch jetzt eingelogen? Oder ist das Fake? Ist das Fake? Fahre ich jetzt zum Jungen oder nicht? Auf meinem Kanal gibt es Spiel, Spaß, Spannung, Spaß. Aber nur, wenn du dafür bereit bist. Ja, ich bin die ganze Nacht durchgefahren und jetzt bin ich in der Tschechei und ja, in Pilsen und ja, ich habe im Mistkübel habe ich geschlafen und jetzt bin ich durstig und ich gönne mir jetzt ein Bierchen gönne ich mir jetzt, bevor ich weiter zum Jungen fahre. Es ist gerade richtig geschissen, weil es regnet und ich habe dieses Dab da als Schutz, dass ich nicht nass werde. Ja, ich bin gerade richtig unorientiert. Ich weiß nicht, wo Süden, Osten, Norden oder Westen ist. Ich muss auf jeden Fall nach Westen zum Jungen fahren. Ich glaube, ich fahre da mal ein paar Runden im Kreis, dass ich weiß, wo Westen ist. Und ein Bierchen möchte ich auch. So, jetzt war ich ganz tüchtig. Jetzt habe ich mir ein Bierchen besorgt.
Natürlich, weil ich hier in Pilsen bin, muss ich ein Pilsenbier trinken, ja. Und jetzt schaue ich mir noch da vorne die Kirche an und dann ziehe ich mir das Bier rein und dann brauche ich eine öffentliche Toilette, weil ich muss wieder mein Geschäft machen. Schaut euch das einmal an, wie schön da die Kirche ist. Schaut, wie cool das ausschaut da. Ja, ich versuche mich gerade zu orientieren, wie ich zum Jungen komme, ja. Hier in der Tschechei, ja, ist es schön zum Radfahren. Boah, so eine schöne, lange Straße nach Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, dann werde ich deutschen Boden küssen. Ich könnte mal die Drohne raufjagen und schauen, ob ich Deutschland schon sehe. Ja, ich wollte sie hochjagen, aber ich habe sie vergessen zum Aufladen. Schotterstraße. Ja, ich habe jetzt gerade so Kinlebohnen gefressen. Ich fresse am allerliebsten Sachen, ja, die gut schmecken. Ja, ich sitze da gerade schaut aus von außen wie ein Puff, aber in innen sind so lauter Spielautomaten und ja, ich bin da reingegangen und da war so ein Asiate und der hat fast nicht sprechen können, also in meiner Sprache und ja, und da darf ich jetzt das Rad laden. Ja, ich wollte da drinnen eigentlich irgendwas Gutes, Gekochtes fressen. Aber die haben nichts gehabt außer Alkohol. Und ich habe heute schon ein Bier getrunken. Und das reicht für mich heute. Ja, jetzt werde ich bald schauen, wenn ich jetzt weiter zum Jungen fahre, ich bin ungefähr 60 Kilometer vor der deutschen Grenze, wo ich dann schlafen kann. Irgendwo in der Wiese oder ja. Da bin ich jetzt gespannt, aber jetzt lade ich so lange wie möglich Strom rein. Ja, ich habe bei so einem Bauarbeiter geschlafen. Ich habe mit ihm die ganze Zeit gesoffen in der Nacht. Und jetzt fahre ich weiter zum Jungen und ja. Mir gehen da die Autos voll am Arsch! So schön asphaltiert und dauernd müssen die bei mir vorbeikrachen. Ich denke mir echt, für was gibt es Autobahnen? Warum können die nicht auf einer Autobahn fahren? Nicht auf einer so einer schönen asphaltierten Straße, wo ich mit dem Fahrrad fahre. Ja, bei mir ist es so, dass ich Hunger habe. Ich versuche mir da ein paar Äpfel zu pflücken. Ja! Ja, bei mir ist es so, dass ich Hunger habe. Ich versuche mir da ein paar Äpfel zu pflücken. Ja! Ich kann nicht hin! Ja, ich bin nicht zu den
Äpfel am Baum gekommen, sondern ich habe die Äpfel, die am Boden sind, gefressen, ein paar. Ja, ich glaube, die sind schon gegoren oder so. Ich bin voll lustig geworden jetzt und habe angefangen zum Singen. Ich habe für meinen Freund ein Lied komponiert. Ich hoffe, es gefällt ihm. Er hat Tier, er hat Tier und trinkt ein Bier. Er hat Tier und trinkt ein Bier. Ja, endlich! Ich komme nach Deutschland gleich! Ich werde jetzt deutschen Boden küssen. Deutschland! Ja, jetzt mache ich ganz kurz eine Labersession, bevor ich weiterfahre. Ja, ich erzähle kurz was über Bayern, was ich weiß. Ja, Bayern, das hat mehr Einwohner als Österreich. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt. Bayern hat mehr Einwohner als Österreich. Und es ist so, dass Bayern von der Fläche her etwas kleiner ist als Österreich. Aber sie haben mehr Einwohner. Ja, bei mir ist es so, dass mir mein Arsch schon so richtig wehtut vom Sattel, vom vielen Radfahren. Ja, da tut mir der Arsch so richtig weh. Ah, herrlich, das Wasser. Ich habe jetzt 2 Tage nicht mehr geduscht. Oh, bisschen Körperhygiene. Das muss man auch machen. Ah, oh, herrlich ist das Wasser. Herrlich. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht mehr stinke. Ich weiß gar nicht, ist es ein FKK-Deich? Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, weil ich schieb das Fahrrad jetzt schon ungefähr 2-3 Stunden da auf seinen Berg hinauf. Ja, weil ich, mein Instinkt sagt mir, dass der Junge dort oben irgendwo wohnt. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber meine Nase, glaube ich, ja, gibt mir die Signale, dass ich in die Richtung muss, dass ich endlich beim Jungen bin. Endlich geht's wieder abwärts. Die letzten Meter zum Jungen, die haben sich echt in sich. Ich habe da nicht fahren können, weil es so steil ist. Ich habe jetzt nur schieben können. Und ja, ich bin jetzt 2 Tage schon unterwegs. Am ersten Tag bin ich von Wien bis nach Bilsen gefahren und das war leicht. Und jetzt zieht sich's voll. Ja, ich muss jetzt schließen. Ja, jetzt ziehe ich mir noch so einen Energy-Drink rein und solche Waffeln, die habe ich in Tschechien bei der Grenze gekauft. Ja, in so einem Asiaten-Shop oder so. Dort gibt's fast nur Asiaten-Shops und die haben dort nichts anderes als wie Alkohol und Chick. Nichts Gescheites zum Essen oder so. Ja, jetzt bin ich's. Ja, und bei der Grenze Nägelstudios haben sie für die Weiber, Frauen, für die Frauen. Friseure, Buffs haben's nicht dort gehabt, ja. Und ja, ich werde mich jetzt das schnell trinken und dann werde ich zum Jungen weitergehen und hoffentlich bald fahren. Ja, da beim Jungen, da werde ich mich von meiner allerbesten Seite zeigen. Ja, ich und der Junge, wir kaufen gerade was ein zum Essen.
Ja, ich finde den Jungen echt leibernd. Ja, dann fahren wir mit dem Fahrradwohnwagen weiter. Der geht wie Sau, der Fahrradwohnwagen. Ich bin richtig vernünftig, weil ich fahre mit Helm. Der Junge vor mir, er fährt ohne Fahrradhelm. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach einer öffentlichen Toilette. Ja, ich muss sagen, der Bursche, also der Junge, der hat den Fahrradwohnwagen wirklich deluxe pipi fein gebaut. Also, wenn man mit dem fährt, mit dem Fahrradwohnwagen, Das ist ein Kreh, ja, du merkst nicht, dass du hinten einen Anhänger dran hast. So fein, so leicht, so geschmeidig fährt er sich. Ja, mit dem Auto, da könnte man nicht so bei der Pole Position direkt beim See stehen, aber mit dem Fahrradwohnwagen kann man das schon. Das ist einfach herrlich. Ich habe jetzt ausnahmsweise auch mir was unten angezogen. Herrlich ist das Wasser hier. Oh, herrlich ist das Wasser da. Moment. Also ist das jetzt hier meine Vorraumbeleuchtung? Da habe ich mir halt ausgedacht, quasi, die kann ich hier von außen quasi anmachen. Das habe ich mir so gedacht, wenn sie irgendwie dunkel ist, kann ich sie schön hier anmachen. Den Knopf finde ich immer, dann habe ich hier unten einen schönen Fußraum, eine schöne Beleuchtung. Hier oben an der Decke. Ja, und dann kann man quasi schön einsteigen. Quasi wie so eine Einstiegsbeleuchtung. Genau. Meine Beleuchtung ist auch voll geil. Das hat sich der junge Mann sehr gut ausgedacht. Ja, ich finde ja, das ist, also wenn man so im Vorraum so ein bisschen hier so eine Beleuchtung hat, ist auch mit den beiden Wohnwagen, ist schon cool. Also, ja. Ist besser gelungen, als ich mir gedacht habe. Also. Das freut mich natürlich. Jo. Der Junge kocht gerade etwas Gutes für mich. Und ja, mich machen gerade die Moskitos. Die Moskitos machen mich gerade völlig verrückt. Sie stechen mich. Sie stechen mich überall hin. Ja. Scheiß Moskitos oder Gelsten oder Mücken oder, ja. Hallo. Wir kochen schon die Nudeln. Brauchen wir noch ein bisschen. Schaut schon sehr gut aus. Ja. Ja, also ich fresse jetzt mein Essen, ja, und ich habe ein bisschen Wiese, ich gebe ein bisschen Wiese dazu als Würze, weil wir keinen Parmesan haben. Ja, jetzt wird dieser schöne Wagen eingeweiht und der wird jetzt mit Sekt angestoßen. Leider hat der keinen Korken, dass man schießen kann und spritzen kann, aber da muss ich es halt aufdrehen. Oh.
Ja. Ich möchte euch einmal erzählen, wie die erste Nacht im Fahrradwohnwagen war. In meinem neuen, schnellen Crea Turbo Speed. Ja. Also ich habe richtig scheiße geschlafen. So richtig, ja. Die Geißeln, die haben mich so richtig gestochen, ja. Und dann habe ich noch mitten in der Nacht eine Doktorarbeit machen müssen, weil es hat draußen voll geschüttet, ja. Und die Tür, die ist nicht ganz zugegangen und da hat der Junge mir das provisorisch zugetebt von außen, also dass ich nicht rausgehen habe können. Und ich habe ganz dringend brunzen müssen. Und ja, ich habe keine Windel oder so dabei gehabt. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, die einzige Möglichkeit, jetzt zu brunzen, dass ich halt, ja, pinkle, dass ich mir nicht in die Hose mache oder gleich als erstes in den Fahrradwohnwagen, habe ich mir gedacht, ich muss ganz genau die Sektflasche, ich habe diese kleine Sektflasche da vorher dabei gehabt, habe ich meine Notduft hineingemacht und da habe ich wirklich haargenau zielen müssen, dass da nichts dagegen rinnt, ja. Ja, naja, was herrlich der Morgen hier. Ja, jetzt gehe ich einmal schauen, ob der Junge noch schlaft. Oder was, ja, ich glaube, er schlaft noch. Und vielleicht, ja, jage ich jetzt einmal die Drohne hoch. Ich war jetzt nackt schwimmen. Ich habe mich jetzt nochmal hingelegt und ich bin jetzt, ist es schon ein bisschen später, ja, ich bin so richtig eingeschlafen und ja, ganz fest tief geschlafen jetzt. Jetzt bin ich voll müde, ja, aber ich muss jetzt langsam aufstehen. Mal schauen, was der Junge macht. Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Wir fahren jetzt etwas zum Frühstücken kaufen. Ja, also ich bin eigentlich nicht so ein kleiner Mann. Ich bin 1,80
Und ich hätte mir vorgestellt, dass er etwas kleiner ist als ich, weil er ja ein Junge ist, aber schaut euch das an. Also wenn ich 1,80 bin, ich weiß nicht, wie hoch bist du? Ich bin 1,93 ungefähr. Oh, so ein Ries ist er. Ja. Ja, ich glaube in 5 Jahren oder so ist er über 2 Meter hoch. Tschüss. Ja, wir sind jetzt wieder beim Jungen und der Junge, der wird jetzt noch die Tür machen, dass das gut dicht ist. Ja, und dann werde ich in die weite Welt fahren und ich finde, das Video ist einfach super geworden und wenn das Video 500 Likes bekommt, lasse ich alles liegen, also ich bin berufstätig und wenn das Video 500 Likes bekommt, lasse ich wirklich alles liegen und ich fahre direkt zu Enduro René und ziehe so richtig mal die Ohren lang.